Jo Leute, willkommen zurück zu Factorio. Wir müssen immer noch irgendwas dagegen tun, dass ich gerade nicht forschen kann. So, und wie machen wir das? Ich würde sagen, erstmal muss ich hier die Dingens, Bummens, warte mal, wie ging das weg? Ne, what? Okay. 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 Ja, ich finde, wir spielen jetzt nur noch so. Alter, wie ging das denn? Auf die Taste kann ich leider nicht drücken. Nee, wie ging das denn? Über Tab? Ah, über Alt. Über Alt geht's. Gut. Haben wir das auch geklärt. So, ich brauche von euch ein paar. So, denn wir haben immer noch nicht genug, dass hier... Wir haben nicht genug Eisen, dass hier alle laufen können. Das kann mir doch kein Schwein erzählen. Erzähl doch keinen Mist. Gibt es schnellere... Erzförderer. Ich glaube, bis jetzt noch nicht, ne? Daran liegt's. Okay. Hab's. Ja, ich weiß, warum, was ich machen muss. Hier. Wie viel Dampf produzierst du? Ich weiß, früher konnte man einfach die Dampfmaschine hin... Also man konnte, glaube ich, 2 und 5 oder 2 und 10 konnte man, glaube ich, anschließen. Und dann lief das Ding. Bei voller Leistung. Okay. Gucken wir mal, ob das schon ausreicht. Ja, doch. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Und hier. So. Jetzt haben wir nämlich jetzt können wir mehr Leistung abrufen, als wir im Moment brauchen. Was definitiv so der Zustand sein sollte, den ich anstrebe. Zack, zack, zack. Davon machen wir mal alle. Und dann hätte ich gerne daraus. Ja, ganz geil. Die Ziegelsteine werden gar nicht gecraftet. Die werden gebrannt. Ja, ganz geil. Okay. Okay. Gut. Dann würde ich sagen... Ja. Ich brauche Eisenplatten. Das würde ich erstmal sagen. Verdammt. Ach komm. Nee, wir machen das erst so. Wir machen das erst so. Und hier können wir mal eben das machen, das machen, das machen. Und dann du, du, du. Und hier hinten wieder die... Ah ne, Moment. Bitte wieder... Immer schön nach innen richten. Das ist dann angenehmer. Dann fällt es auch nicht so auf. So. Okay. Ich brauche mal ein paar Eisenplatten. Und... Ich kann eigentlich mal so eine Holzkiste machen. Die ich dann einfach so mitten reinstelle. Wo ich dann so Müll wie...
die hier reinschmeißen kann. Die kann ich da auch mal reinpacken. Oh, und die auch. So, eigentlich würde ich die lieber nach oben dann gehen lassen. Weil ich festgestellt habe, dass es nach oben hin sehr viel besser ist und sehr viel angenehmer ist, das aufzubauen, als waagerecht. Da. Zack. So. Rotieren wir doch einfach mal dahin. Und dann da einen hin, da einen hin, da einen hin. Und dann brennen wir da Ziegel. Du. Jetzt müssen wir halt erst warten. Achso, stimmt. Haha. Ich brauche auch einen Separierer. So. Und das Ganze geht dann hier entlang. Und ich glaube, Ziegel braucht man nirgendwo. Selbst später braucht man das nicht. Also sie sind, glaube ich, nur für die Mauer da. So, zack, 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 zack. So, und zwar dieser Parierer werden dann einmal... Das war total dämlich. Du kommst dahin. Und der Separierer kommt hier hin. Weil, dann kann ich das nämlich einfach so machen. Okay. Erledigt. Denn dann einmal hier hin. Den einmal hier hin. Den einmal hier hin. Und den ganzen Spaß machen wir jetzt auch nochmal hier hinten. Einmal dahin. Das Ganze. Wir können schon mal die nächsten 5 produzieren. Dahin, 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 dahin. Und dann werden hier Mauern draus. Perfekt. Okay. Und die Produktion werde ich dann später. Moment. Werde ich dann später so einmauern, dass nur noch das hier rausguckt. Also hier wird dann eine Mauer drum kommen. Irgendwie sowas. Werde ich mir einfallen lassen. Läuft automatisch alles. Kohle kommt. Stein kommt. Ja, läuft gut. Sehr schön. Die produzieren auch. So, damit ich das später einfach mal alles abtrennen kann. Und ja, das war jetzt zwar ein Luxusproblem, aber wie gesagt, ich wollte es schon mal geklärt haben. So. Dann würde ich sagen, mehr als 10 brauche ich nicht um die roten. Nur die roten. Es geht jetzt wirklich nur darum, die roten Wissenschaftspakete hier zu machen. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr als 10 Stück, um die zu erforschen. Das heißt, ich brauche keine neuen basteln. Mir reichen die, die ich habe. So. Wir machen schon mal die nächsten 10, weil ich brauche jetzt ja 10 Stück. Und nein. Ich hätte das, wenn dann, schon gern einheitlich. Ja, ich bin da so.
so stur, dass ich die auch wirklich einheitlich haben möchte. Mach das mal so. Ah, hätte ich auch die von da nehmen können, aber ist egal. So. Und du? Du? Du. Dann dahin. Und dann dahin. Ach so. Ja, okay. Kriegen wir hin. Nee, Moment. Du brauchst keinen, du brauchst einen. Du brauchst wieder keinen, du brauchst einen. Okay. Gut, das heißt, ich kann Stahlplatten mal eben holen. So. Ach, Eisenplatten. Das sind ja auch keine Stahlplatten. Okay, und wir können einmal gucken, was wir so an Forschung im Moment haben. Das hier ist eigentlich das, was ich als nächstes forschen möchte, denke ich. Motor. Bergbauproduktivität, ja, das müssten wir auf jeden Fall steigern. Aber dazu bräuchte ich erstmal die Ölverarbeitung. Die ist auch wichtig. Ich glaube, die Ölverarbeitung dürfte so das nächste sein, was wir brauchen. Und einmal. Ach, Moment. Schwachsinn. Schwachsinn, Entschuldigung. Einmal kurz da stoppen. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das später separieren muss. Sowieso. Also könnte ich es auch eigentlich direkt jetzt schon machen. Also ich separiere die hier. Und hier kommt dann... Achso, Moment. Hehehe. Da brauche ich sowieso jetzt gleich eine ganze Menge an... an Dingens, Bummenzen, an Zahnrädern. So, zack, zack. Oh, und Eisenplatten brauche ich auch. Braucht man die 1 zu 1? Ja, braucht man. Das heißt, wenn ich zwei davon nehme, dann... Okay. Jetzt habe ich ein paar zu viel, glaube ich. Aber ist egal. Du. So, die gehen weg. Also raus aus dem System hier. Und die gehen hier lang. Und ja, das passt. So, denn hier hinten läuft dann das ab. Okay. Du. Ach, Schwachsinn. Ich brauche ihn nicht. Dich brauche ich wieder. Und dann brauche ich da einen. Dich. Du und du. Und ich bräuchte davon ein paar. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich später hier noch Abzweigungen nehmen werde.
oder es aus irgendeinem anderen Grund komplett anders haben möchte. Aber im Moment kommen hier die Kupferplatten an. Wenn ich mich nicht ganz irre, müsste das ausreichen, um Wissenschaftspakete herzustellen. Richtig? Alles richtig, oder? Alles richtig. Sehr schön. Gut. Das ist... Allein das ist jetzt der Aufbau. Da das Kupfer. Da das Eisen. Da die Öfen für die Eisenplatten. Da die Zahnräder. Und da die Hersteller. Nur für die roten. Na gut. Kann man machen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wenn sich das mal stauen sollte, was ja hoffentlich nie der Fall sein wird, beziehungsweise... Ja, komm. Machen wir einen dazwischen. Dann muss ich ja, wohl oder übel, da ein wenig abnehmen. So, also wie gesagt, geht darum, jederzeit erstens auf die zurückgreifen zu können. Und vor allem geht es mir darum, dass sie immer schön produzieren können. So. Ah ne, so rum. Wird ein Schuh draus. Okay. Schlecht. So, wir machen das anders. Und zwar machen wir das so. Zack, 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 zack. Wenn sich das vollstaut, dann fördert der hier rein und dann bringt das hier auch nichts mehr. Ansonsten fördert der einfach nur im Kreis. So, weil die Wissenschaftspakete sollen ja einfach nur ins Labor. So, und ihr seht schon, er stellt sich da unten voll langsam. Auch schön auf beiden Seiten. Das heißt, wir produzieren mehr, als wir verbrauchen. Wird überhaupt geforscht? Nö. Wird erst geforscht, sobald Grün mit drin ist? Vor allem muss Grün mit da drin sein? Oder ist das in Ordnung, wenn Grün irgendwo ist? Das probiere ich jetzt aus. Shit. Grün muss mit auf dieses Band. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich kann die einfach voneinander trennen. Ich kann einfach ein rotes Forschungszentrum aufbauen, ein grünes Forschungszentrum. Aber dann bringt mir das alles nicht, so wie ich das gerade gebaut habe. Beziehungsweise, das heißt gar nichts, aber es ist dann scheiße. Gut, dann können wir das nur hier forschen. Und dann werden wir gucken müssen, dass ich Grün noch produziere jetzt. So, was braucht man für Grün? Greifarm und Fließband. Ich glaube, für beides braucht man Zahnräder. Und Eisenplatten. Zahnrad und Eisenplatten. Ziemlich einfach. Ah, aber auch einen elektronischen Schaltkreis brauche ich. Entschuldigung, habe ich übersehen. Dafür brauche ich Eisenplatten und Kupferkabel. So. Okay. Aber, wenn das so ist, dann werde ich den Scheiß hier erstmal runter verlegen.
Weil dann möchte ich das anders machen. Hallöchen. 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 Zack. Erstmal weg. Strom. Gibt kein Strom mehr. Strom ist ein Mythos. So. Okay. Zack, du bist weg. Du bist weg, du bist weg. Ah ne, dich lassen wir. Weil wir machen das Ganze jetzt gleich rückwärts. So. Dann sollen nämlich auf diesem Weg hier später die roten Dinger kommen. Die werde ich unten herstellen. Und nicht mehr oben. So, genauso wie ich hier grün herstellen werde. Das heißt, ich brauche von oben. Eisenplatten, die geliefert werden. Und ich brauche grüne. Grüne. Ich brauche Zahnrädchen. Okay, gut. Wieder was dazugelernt. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Factorio. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.